Tja Leute, das ist gar nicht so einfach, einen Satz zu finden zur Begrüßung zu so einem Video. Ein Video, in dem es einfach mal um die ganze Geschichte geht, zwischen mir und meinem Roller. Die ganzen Erinnerungen, die ganzen Fotos, Videos, alles drum und dran, was ich noch habe von dem zu zeigen. Und dieses Video ist eigentlich mehr für mich. Das ist mehr dafür, dass ich mich daran erinnern kann. Dafür, dass ich einfach so ein kleines Andenken habe an die Zeit mit dem Roller, was ich alles mit dem erlebt habe, wie es dazu kam überhaupt und was alles passiert ist mit dem und alles drum und dran, alles was ich noch gefunden habe auf dem PC, also fast alles, so ziemlich, habe ich hier in diesem Video zusammengeschnitten und einfach mal, um ein bisschen die Geschichte zu erzählen zwischen diesem Aerox und mir, was vielleicht ein bisschen anders ist. Manche Leute haben einen Roller, fahren den, tunen den, was weiß ich, was die damit machen. Irgendwann geht er kaputt, holen sich einen neuen, scheißegal. Manche Leute wiederum, für die ist es was Besonderes. Einfach erstens mal ein eigenes Gefährt zu haben, also ein eigenes Fahrzeug zu haben, was dann auch noch selbst bezahlt ist, was auch noch selbst komplett selbst organisiert wurde und dann von Grund auf keinen Plan gehabt von nichts. Also ich rede jetzt mal von mir. Kein Plan gehabt von Rollern, kein Plan gehabt von Motoren, was, welcher Motor ist, Minarelli, Piaggio Motor, keine Ahnung gehabt. Ich wusste damals nicht mal, was Gewichte sind, was Abstimmen ist, ich habe keinen Plan von dem Scheiß gehabt. Ich wollte einfach nur ein Fahrzeug haben, ich wollte endlich fahren und mir hat der Roller, also die Aerox, so an sich als Roller schon gefallen, optisch. Motortechnisch habe ich auch viel Gutes gehört und auch viele Leute, die ich kenne, fahren so einen Roller und da dachte ich mir, okay, hole ich mir so einen, habe ich einen gefunden, relativ günstig und ja, da sind auch schon die ersten Videos entstanden und einfach nur eine richtig geile Zeit hat angefangen mit dem. Kurz zu erzählen, der lief damals 100 km/h laut Tacho, also der war mit 4 Gramm Gewichten in der Original-Vario abgestimmt. Der hat einen Techniker-Sportauspuff gehabt, also Next Air. Der hat zwar ewig lang gebraucht, bis er mal auf 100 war, aber der ist 100 gefahren. Und das war auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Ja, am zweiten Tag habe ich mich dann aufs Maul gelegt mit dem. Das war nicht so ganz meine Schuld, aber auch so ein bisschen. Muss ich nicht näher drauf eingehen, auf jeden Fall. Ersten Tag ein bisschen geheizt mit dem, zweiten Tag aufs Maul gelegt. Passiert, muss man auch machen, die Erfahrung. Dann hat es irgendwann angefangen, ich hab ein bisschen was rumprobiert an dem Roller, Variomatik, Gewichte ausgewechselt, dies und das gemacht. Halt von Grund auf angefangen, mir so ein paar Sachen beizubringen. Allgemein, alles, was ich jetzt über Roller weiß, habe ich durch den Aerox gelernt und mir auch teilweise auch selbst beigebracht. Und ja, da brauche ich auch nicht so nah jetzt drauf einzugehen. Auf jeden Fall, ich werde euch in dem Video mal einfach mal zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich werde euch meine ganzen alten Videos zeigen, die Anfänge von dem Roller, wie es sich weiterentwickelt hat, was zwischendrin passiert ist. Ich werde auch so ein bisschen Text noch einfügen. Ich werde jetzt nicht groß erzählen, jetzt nur am Anfang so ein bisschen was erzählen. Und dann geht es auch schon los mit dem Video. Auf jeden Fall, ja, ein paar Bilder, ein paar Videos. Im Prinzip alles, was ich noch habe, was man einfügen kann, zu dem Roller, was ich noch drauf habe. Und im Voraus schon mal zu sagen, es gibt viele Videos, die eine scheiß Qualität haben. Es gibt viele Videos, die hochkant sind, also nicht so ganz normal wie ihr das schaut, sondern hochkant. Es liegt da ganz einfach daran, dass die meisten Videos einfach spontan entstanden sind. Die sind alle mit dem Handy aufgenommen, teilweise mit der Kamera, wo sie noch gingen. Aber das meiste ist einfach nur das, was ich gefunden habe auf dem PC, was ich noch vom Roller habe, einfach zusammengeschmissen. Bisschen Musik hinten dran, bisschen so, ja, einfach nur anschaulich gemacht und vielleicht können sich manche so in meine Lage reinversetzen, einfach wie das ist, so einen Roller zu haben, in dem man halt wirklich sau viel erlebt hat, in dem man auch vor allem sau viel Arbeit, Geld, Liebe, Zeit, alles mögliche reingesteckt hat. Einfach mal so zum Abschluss halt, weil der Roller ist ja jetzt weg, ich habe den getauscht, vielleicht hat manche von euch schon einen Teaser-Trailer gesehen zum neuen Roller. Da wird am Ende vom Video auch noch kurz was kommen. Aber viel zu viel verraten möchte ich nicht, ich mache dann nochmal ein separates Video. Auf jeden Fall hier nochmal als Abschluss, als Andenken an meinen Aerox, den ich jetzt über ein Jahr hatte. So ein kleines Video nochmal und ja,
Ja, ich wünsche euch mal auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Ihr könnt auch gerne eure Geschichten drunter schreiben, was ihr schon erlebt habt mit euren Rollern. Und vielleicht können sich einige, wie gesagt, in meine Lage reinversetzen und wissen, was da los ist. Ja, von daher, los geht's, Leute. Ich verabschiede mich von hier. Jetzt geht's nur noch weiter mit Videos, Musik, Text und allem Möglichen, was man halt so macht. Und das war's im Prinzip auch. Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich. Ich kann den Roller ein bisschen sauber machen. Ja, ich weiß so. Man sieht ihn immer. Weiß.
ist so. Ja. Dieser Hurensohn. Kommt der andere Hurensohn.
Jetzt bin ich wieder. Der geht richtig gut, Alter.